Hört ihr das? Von diesem wundervollen Geräusch werde ich täglich geweckt. Natürlich bin ich übermüdet, aber glücklich. Ich kann es kaum glauben, aber mittlerweile sind wir wirklich zu viert. Daisy, Ivy, Violet und ich. Aber immer öfter muss ich an meine Eltern denken. Was machen sie wohl gerade? Denken sie auch an mich? Ich frage mich, ob meine Mutter meinem Vater schon erzählt hat, dass wir uns getroffen haben. Dass wir alle wohlauf sind. Ich vermisse sie. Hallo, ich bin Ellie Jenix und das ist der vierte Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum vierten Part meiner 100 Baby Challenge. Wieder mal war ich überwältigt von eurem positiven Feedback. Vielen, vielen Dank. Und was mich besonders gefreut hat, viele von euch möchten auch Männer für die liebe Emma erstellen. Also erstellt mir gerne männliche Sims unter dem Hashtag LJNYX100Männer. Diesen Hashtag hat mir die liebe Annalena unter dem letzten Part vorgeschlagen. Und was soll ich sagen, er passt einfach perfekt. Also ja, bitte einfach unter diesem Hashtag in der Galerie hochladen und dann schaue ich mir das alles sehr gerne an. Schreibt mir übrigens auch gerne mehr Informationen, also eine kleine Biografie zu eurem Sim oder euren Sims dazu, damit ich die Storyline dementsprechend anpassen kann. Und natürlich hat das Ganze überhaupt keinen Stress. Wir werden in dieser Challenge noch jede Menge verschiedene Männer brauchen. Im letzten Part wurden ja endlich die Drillinge geboren, also die liebe Daisy, die liebe Ivy und die liebe Violet. Und ihr findet die Namen genauso großartig wie ich. Das freut mich besonders. Aber ja, dann starten wir am besten gleich rein ins Spiel. Bevor wir zur Familie gehen, möchte ich noch eine Kleinigkeit hier an der Welt ändern. Und zwar möchte ich die Grundschule hier ersetzen, weil irgendwie sieht die mir ein bisschen zu modern aus für Hanford und Bagley. Und ich habe zufällig eine super coole Grundschule entdeckt, die ich gerne hier platzieren würde. Die neue Grundschule ist aber 40x30, das heißt, ich werde jetzt Moody und Macmillan hierher ziehen lassen und dann können wir hier die neue Grundschule platzieren. Und das werde ich jetzt gleich einmal machen. Und zwar habe ich mich da einfach für dieses Haus entschieden. Das ist von SimLizzy, also auch eine Sims 4 YouTuberin. Und das verwendet eben nur Objekte aus dem Landhausleben-Pack. Deshalb habe ich mir gedacht, passt das ganz gut. Und das werden wir jetzt hier platzieren. Und jetzt lassen wir die beiden noch schnell umziehen. Ab in das neue Haus. Es ist zwar ein wenig kleiner, aber das wird für die beiden sicher passen. Und die beiden wohnen jetzt da. Und jetzt schauen wir noch einmal in die Galerie. Und zwar ist die Dorfschule nämlich von der lieben Misha. Ich habe da zufällig nämlich das Speedbild auf YouTube entdeckt. Also falls jemand von euch Misha nicht kennen sollte, sie ist eben auch eine Sims 4 YouTuberin. Und sie macht wirklich grandiose Sachen. Und hier ist sie auch schon. Hanford Dorfschule. Ich finde die so unglaublich schön und sie passt einfach perfekt nach Hanford und Bagley. Natürlich habe ich bei weitem nicht alle Packs, aber ja. Ich platziere sie einfach einmal und wir schauen, ob sie funktionstüchtig ist. Falls irgendwas nicht funktionieren sollte, können wir das ja noch immer dann ändern, wenn wir einen Schultag spielen. Jetzt habe ich es auch noch als Grundschule markiert und jetzt können wir endlich ins Spiel starten. Und hier sind wir jetzt. Emma scheint es endlich wieder gut zu gehen. Also wegen dem neuen Baby oder eigentlich wegen ihren neuen Babys. Es sind ja eindeutig mehr als eines. Fühlt sie sich auf jeden Fall glücklich. Kein Augenblick im Leben eines Sims ist freudiger als die Geburt eines Kindes. Und dann fühlt sie sich auch noch glücklich, weil sie gut gegessen hat. Das ist wirklich schön, dass es jetzt gut geht, weil die nächsten Tage werden stressig werden. Und hier haben wir die Babys. Ja, und sie sind auch schon alle am Schreien. Ich habe die Wiegen jetzt einfach so in ihrem Schlafzimmer platziert. Aber ich glaube, ich werde es dann so machen, dass das dann wirklich das Schlafzimmer der Drillinge wird. Und ihr Schlafzimmer werde ich nach da drüben verlegen. Ich glaube, das geht sich dann ganz gut aus. Gut, aber dann beginnen wir gleich einmal. Wir wechseln eine schmutzige Windel. Wir werden an die Brust nehmen. Dann werden wir liebkosen. Oh mein Gott, hört ihr das synchrone Geschrei der drei Babys? Wow, darauf habe ich mich wirklich gefreut. Gut, das gleiche machen wir bei ihr und dann auch noch bei Violet. Sie hat jetzt auch schon das Erziehungslevel 1 erreicht. Sehr gut, denn für diese Challenge müssen wir das ja auch abschließen. Also ich weiß gerade gar nicht, ob das 5 oder 10 Stufen hat. Aber auf jeden Fall müssen wir es maximieren. Und jetzt fühlt sie sich auch noch geliebt. Süßer Moment wegen Stillen. Muttermilch ist die ideale Nahrung für Babys, da sie ihren spezifischen Bedürfnissen am besten entspricht.
und frisch und sauber wegen Windelwechseln. Das Wechseln der Windel des Babys ist nicht der Lieblingsjob der Eltern, aber für das Wohlbefinden des Babys von entscheidender Bedeutung. Übrigens entschuldige ich mich schon jetzt einmal dafür, dass ihr immer im Hintergrund dieses Babygeschrei hören werdet. Aber ja, dagegen kann ich, glaube ich, leider einfach nichts machen. Heute ist auch noch Frühlingsfest. Auf jeden Fall, beim Frühlingsfest sollten wir backen. Dann kommt der Blumenhase, Eiersuche und Dekorieren. Und Festtagsessen ignoriert sie, weil sie ein Teenager ist. Okay, ja, ich glaube ganz ehrlich, dass sich das leider überhaupt nicht ausgehen wird. Vielleicht schaffen wir etwas zu backen, aber selbst das bezweifle ich, weil wir einfach nichts zu Hause haben. Und jetzt hat sie auch noch die Stimmung Zärtlichkeit. Emma teilt einen zarten Moment mit ihrem Baby. Ihrem Baby Liebe zu geben und sie zu bekommen, ist einfach das Beste, das es je gab. Gut, dann geht sie noch kurz auf die Toilette. Wir können hier nach Eier suchen. Okay, dann machen wir das einfach einmal. Vielleicht findet sie ja etwas und es ist etwas wert. Sie hat etwas gefunden. Deko-Eier, Seltenheit gewöhnlich. Das verkaufen wir gleich einmal. Hat sie das sonst noch alles im Inventar? Verdorbene Fleischpastete. Dann verdorbenen Käse. Schön, dass sie verdorbenes Essen aufbewahrt. Eine Flasche Milch, die können wir noch brauchen. Blaubeere, Himbeere, Pilze. Die Fotos und die Geburtsurkunden. Ein Dorfbewohnerpaket. Achso, da müssen wir noch den Besitzer finden. Dann werde ich jetzt gleich einmal die Geburtsurkunden aufhängen. Und das andere hängt in der Zwischenzeit mal hier hin. Und dann können wir auch noch die Blaubeere und die Himbeere anpflanzen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Rotte und Schokobeere. Gut, dann wird das Blaubeerenfeld pflanzen und hier pflanzen wir die Himbeeren. Gut, dann können wir das noch erledigen, solange die Kinder schlafen. Oh Gott, es schreit ein Baby. Rückzug, Emma, ein Baby schreit. Daisy stinkt. Schmutzige Windeln wechseln und einmal liebkosen. Gut, dann musst du noch die Sachen weiter einpflanzen. Okay, die Blaubeere hat sie eingepflanzt und dann hier jetzt noch die Himbeeren. Wann werden sie eigentlich zu Kleinkindern? Okay, wir haben dann eh nur mehr heute und morgen und dann haben eh schon alle drei Geburtstag, also am Montag. Das wird sich dann in diesem Part wahrscheinlich noch nicht ausgehen, aber im nächsten dann auf jeden Fall. Ich freue mich da schon voll drauf. Ich freue mich auch schon total aufs Umstyling und ich bin schon so gespannt darauf, wie die alle aussehen. Okay, noch schreit niemand, dann kann sie noch ganz schnell etwas essen. Dann habe ich mich jetzt entschieden, dass sie ihre Mutter jetzt anruft, weil immerhin haben sie sich ja im Krankenhaus getroffen und sie haben sich eigentlich auch gar nicht so schlecht verstanden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach sich mit ihr unterhalten möchte und austauschen möchte. Und wer weiß, vielleicht kann sie dann ja auch heute vorbeikommen und sich kurz um die Drillinge kümmern, während wir ein paar Botengänge erledigen, einfach damit wir Geld verdienen. Das wäre wirklich sehr praktisch. Da ist der Blumenhase. Wie cool ist das? Stellen wir uns mal freundlich vor bei ihm. Wer bist du? Ian. Oh, vielleicht will Ian uns erzählen, dass er gerade umgezogen ist. Aber wir haben leider keine Zeit. Reden wir einfach noch kurz mit dem Blumenhasen, weil dann schließen wir vielleicht das Event positiv ab und dann geht es ihr gut. Gibt er uns Geschenke? Wir singen jetzt einfach mal über das Frühlingsfest. Vielleicht freut er sich dann ja so, dass er uns etwas schenkt. Wir sind gute Freunde geworden. Wie schnell geht das? Ja, schenkt er uns jetzt nichts? Okay, lassen wir ihn einfach mal da. Vielleicht schenkt er uns dann ja etwas. Und jetzt stinkt Violet. Gut, dann kümmere dich noch schnell um Violet. Jetzt hat sie schon Erziehungslevel 2 erreicht. Gut ist sie. Gut, dann essen wir noch schnell Reste. Und dann möchte ich aber, dass sie ihre Mutter einlädt, die hoffentlich vorbeikommen wird. Und dann kann die sich ein wenig um die Kinder kümmern, während wir in der Stadt herumschauen. Weil sonst kommen wir echt zu gar nichts, wenn sie sich alle 2 Minuten um die Babys kümmern muss. Das, ja, das geht einfach nicht. Und ja, ich weiß natürlich, sobald ich das Grundstück verlasse, kümmert sich nicht wirklich ihre Mutter darum, sondern sie werden eben zur Tagespflege geschickt. Aber ja, tun wir einfach mal so, als wäre in der Zwischenzeit eben Scarlett da und würde sich um die Drillinge kümmern. Denn du sollst essen und nicht mit dem Blumenhasen reden. Wir haben Stress und wir bekommen auch irgendwie keine Geschenke. Irgendwie ist der Blumenhase ein bisschen anstrengend. Und noch ein Baby schreit. Jetzt hat Ivy volle Windeln. Du hast genug gegessen und danach lädst du deine Mutter ein. Hat noch ein Baby? Nein. Okay.
Um den Rest muss sich dann Scarlett kümmern. Ich finde das auch realistisch, weil sie ist ja wirklich noch total jung. Und wenn man in dem Alter ein Kind bekommt, dann bittet man, glaube ich, auch am ehesten seine Eltern um Hilfe. Genau, ihre Mutter war ja auch schwanger. Ich schaue schnell in den Stammbaum. Okay, nein, das Kind von ihr ist noch nicht da. Das heißt, sie kommt uns jetzt hochschwanger besuchen normalerweise. Ja, sie ist hochschwanger. Gut, dann werden wir sie einmal begrüßen, indem wir uns bei ihr entschuldigen. Und dann werden wir das Baby fühlen und dann werden wir aber auch schon das Grundstück verlassen. Und Haru hat uns jetzt geschrieben, herzlichen Glückwunsch zum neuen Familienmitglied. Also ihre Eltern wollen sich eindeutig wieder bei ihr annähern. Das finde ich wirklich super. Aber jetzt ziehe ich ihr einmal was anderes an, weil sie läuft noch immer im Krankenhaus-Outfit herum. Ziehe jetzt einfach mal das an und nimmt sie die Entschuldigung an. Sehr gut, perfekt. Sie verstehen sich wieder und jetzt fühlt sie noch an ihrem Bauch. Gut, aber jetzt haben wir genug geplaudert. Jetzt schauen wir ins Dorf. Wenn ich mich richtig erinnere, müssen wir hier einen Fisch fangen. Deshalb fahren wir jetzt einfach wieder zum alten Mühlenweg 2. Und dann können wir wieder unser Glück beim Angeln versuchen. Daisy, Ivy und Violet wurden zur Tagespflege geschickt. Die Mädchenkinder sind in guten Händen. Okay. Sie sind nicht nur Kinder, sie sind Mädchenkinder. Das ist übrigens eine Lüge. Sie sind nicht bei der Tagespflege. Scarlett kümmert sich um die Kinder, aber okay. Gut, dann gehen wir hier angeln. Ja genau, einen Fisch im See von Old New Hanford fangen. Dann müssen wir am Grünzeugstand oder Grünfutterstand in Finchwick stöbern und den Lebensmittellieferanten nach seinen Träumen fragen. Den Lebensmittellieferanten habe ich in diesem Spielstand tatsächlich noch gar nie gesehen. Also ich hoffe, auf den treffen wir bald. Und dann müssen wir natürlich noch das Dorfbewohnerpaket zum richtigen Sim bringen. Also am besten reden wir einfach mit jedem, der uns über den Weg läuft. Sie hat einen Fisch gefangen, einen Barsch. Sehr gut, dann haben wir das abgeschlossen und den können wir gleich verkaufen. Und dann schauen wir jetzt gleich zum Dorfzentrum. Und wieder reisen wir zum Hanford Restaurant. Und hier sind wir wieder. Aber dann werden wir einfach mal Ware am Grünfutterstand kaufen. Wie hat sie denn jetzt Forschen- und Debattierfähigkeit erlangt? Keine Ahnung, was sie jetzt gemacht hat. Dann werden wir uns aber auch noch bei der Dame von diesem Stand vorstellen. Und vielleicht gehört ja ihr das Dorfbewohnerpaket. Benötigen wir irgendetwas? Glaube eigentlich nicht. Obwohl wir könnten Eier kaufen, weil dann könnten wir etwas backen. Dann kaufen wir einfach 2 Eier. Das ist eh nicht sonderlich teuer. Und noch eine Schokobeere, weil dann können wir auch die ansetzen. Und Agatha, gehört dir das Paket? Dorfbewohnerpaket anbieten. Hier haben wir Levina, aber wir haben ja leider noch nicht mal annähernd alles abgeschlossen. Wen haben wir denn sonst noch hier? Das hat wirklich ihr gehört. Wie cool ist das? Einer der Vorteile, in Hanford und Beckley zu leben, ist der Gemeinschaftssinn, zu dem jeder beiträgt. Vielen Dank, dass du nach einigen der Einheimischen gesehen hast und fühle dich nicht als Fremde. Oh, eigentlich haben wir sogar nur 2 Leute gefragt. Aber das ist wirklich cool. Perfekt. Und jetzt müssen wir eigentlich auch nur den Lebensmittellieferanten nach seinen Träumen fragen. Aber ich habe absolut keine Ahnung, wo der sich herumtreibt. Schauen wir einfach mal weiter. Ich möchte nämlich wieder in den Nationalpark schauen. Ich hoffe nämlich, dass jetzt endlich die Pflanzen gewachsen sind, die wir jetzt immer gesehen haben. Weil jetzt sind immerhin ein paar Tage vergangen. Ich glaube, wir waren so 2 Tage oder so im Krankenhaus. Und dazwischen sollte schon irgendetwas gewachsen sein. Okay, schauen wir gleich noch einmal hier rüber. Da war doch diese eine Schokobeere, die doch endlich reif sein sollte. Nein, sie ist noch immer nicht reif. Hier kommt auch irgendwann mal etwas, aber es ist auch noch nicht da. Okay, es wächst irgendwie noch immer nicht mehr. Aber dann werden wir hier einfach ein wenig angeln gehen. Da bekommen wir wenigstens ein bisschen Geld. Und man hat auch gerade sehr viele Fische gesehen. Also ich glaube, da sind einige unterwegs. Jetzt hat Haru uns geschrieben, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Scarlett Potter angefreundet hast. Sie ist ziemlich cool. Oh, ich glaube, ihr Vater ist tatsächlich ein wenig eifersüchtig, dass wir uns bei ihm schon lange nicht mehr gemeldet haben. Dann müssen wir das auf jeden Fall nachholen. Emma hat einen Tonklumpen gefangen. Wow. Übrigens lese ich in den Kommentaren immer wieder, dass ich in eine andere Welt schauen soll. Eben, dass ich dann so an Geld kommen kann, weil es halt in anderen Welten mehr Möglichkeiten gibt. Aber ich finde es irgendwie sehr unrealistisch, dass sie Geld dafür hat, woanders hinzureisen. Ich meine, sie hat 300 Simoleons, Angelfähigkeit Level 2 erreicht, sehr cool.
Sie hat 300 Simoleons, sie kann sich nicht einmal eine Badewanne leisten. Also ich glaube kaum, dass sie so weit reisen würde. Aber was meint ihr dazu? Also ab wann darf Emma reisen? Ich hätte da voll gerne eure Meinung dazu. Schreibt sie mir doch bitte gerne in die Kommentare. Und ich schaue mich nochmal um, wer hier denn so alles rumläuft. Wer bist du? Ist das Raoul? Perfekt, dann werden wir uns gleich einmal freundlich bei ihm vorstellen. Geh schnell zu Raoul. Wir müssen mit ihm über seine Träume reden. Oh, Raoul ist so lieb. Sie haben auch gleich eine Stimmung miteinander. Wow, Gefühle von Raoul gegenüber Emma, nervig. Gefühle von Emma gegenüber Raoul, verantwortungsvoll. Sie findet ihn sehr attraktiv und er ist noch ein Teenager. Vielleicht sollte auch Raoul der Vater ihres nächsten Kindes werden. Was würdet ihr davon halten, also wenn Raoul auch eine kleine Rolle in diesem Let's Play spielen würde? Schreibt mir das doch am besten in die Kommentare. Ich glaube, ich würde das sehr cool finden, weil ich finde, er ist so ein cooler Charakter und er sieht auch einfach so lieb aus. Also ja, schreibt mir eure Meinung dazu am besten in die Kommentare. Aber gut, dann werden wir noch weiter mit ihm sprechen. Und zwar werden wir einfach mal die Frühlingsfest-Aufregung mit ihm teilen. Dann werden wir Fotos teilen und am besten erzählen, wir haben gerade Drillinge bekommen. Und dann fragen wir ihn nach seinen Träumen. Dann haben wir nämlich auch schon die erste Mission abgeschlossen. Und dann könnten wir nämlich auch gleich ihm Hilfe bei seinen Botengängen anbieten. Hast du schon die Einheimischen von Hanford und Beckley kennengelernt? Sie leben in einer eng verbundenen Gemeinschaft. Ja, das ist mir tatsächlich schon aufgefallen. Jetzt fragen wir ihn gerade nach seinen Träumen. Oh, du möchtest etwas über meine Träume erfahren? Ich habe immer von Reisen und Abenteuern geträumt und ich möchte gerne woanders sein als in diesem kleinen Dorf, in dem ich aufgewachsen bin. Ach, Raoul, du bist so süß. Was passiert da gerade? Flirtet sie? Das ist doch eindeutig Flirten, oder? Das habe ich nicht gedrückt. Gut, was sind jetzt die Botengänge, bei denen wir ihm helfen können? Abenteuerlust? Warst du schon einmal außerhalb des Dorfes? Ich bin hier geboren, wollte aber schon immer die Umgebung jenseits des Waldes und der Zäune kennenlernen. Würdest du mir helfen, ein bisschen von dem zu sehen, was ich bisher verpasst habe? Oder vielleicht sogar mit der Bürgermeisterin über meine Träume sprechen. Und dann haben wir noch tierischer Komfort. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwelche Tiere besitzt, aber ich benötige frische Zutaten. Könntest du mir welche bringen, damit ich nicht so viel Zeit damit verbringen muss, durch die Gegend zu rennen? Ja gut, das nehmen wir dann auf jeden Fall an. Das werde ich jetzt eher nicht annehmen, weil ich denke, da müssen wir eben woanders hinreisen. Und da möchte ich noch auf eure Meinung warten, ob wir eben woanders hinreisen dürfen oder wann wir woanders hinreisen dürfen. Und dann können wir das ja noch immer später erledigen. Aber gut, dann nehmen wir jetzt mal tierischer Komfort. Ich bin kein junges Huhn mehr, ich werde jeden Tag älter. Ich schwöre, ich höre meine Knochen knacken. Wärst du bitte so nett, mir etwas Milch zu bringen, damit ich mich gut und stark fühle? Raoul, du bist ein Teenager. Aber okay, natürlich helfen wir dir. Gut, was müssen wir machen? Also jetzt müssen wir mit der Bürgermeisterin über seine Träume reden. Und dann müssen wir 2 Flaschen weiße Milch zum Lebensmittellieferant bringen. Okay, wo wir die jetzt herbekommen, weiß ich noch nicht. Aber wir könnten einfach welche kaufen. Wenn sich das zumindest auszahlen sollte. Aber dann gehen wir jetzt einfach mal zurück zum Dorfzentrum und laden die Bürgermeisterin ein. Und dann können wir mit ihr nämlich über seine Träume sprechen. Dann haben wir das gleich abgeschlossen. Ah, perfekt, sie ist sogar da. Dann müssen wir sie gar nicht einladen. Ich frage mich noch immer, warum die hier immer davor stehen. Also vor allem der Koch. Kann mir das irgendjemand sagen? Ist da irgendwas verbuggt? Aber ich finde das Grundstück so cool. Ich möchte das nicht ersetzen. Wo ist Lavina hin? Ah, da ist Lavina. Perfekt. Perfekt. Dann gehen wir gleich einmal zu ihr. Und werden über Träume des Lebensmittellieferanten sprechen. Schnell, Emma, du bist nämlich schon sehr müde. Und sobald wir zu Hause sind, sind wir wieder von schreienden Babys umgeben. Also wirst du nicht sonderlich viel Zeit zum Schlafen haben. Perfekt, jetzt haben wir Geld bekommen. Nun dann, ich denke, du konntest dir einen Eindruck von der hiesigen Landschaft verschaffen. Wenn du noch mehr tun möchtest, solltest du im Bramblewood vorbeischauen. Es ist ein Stück zu gehen, aber die Umgebung ist märchenhaft. Halte nach dem Kreaturenhüter Ausschau, der in dieser Gegend lebt, denn er hat vielleicht ein paar Aufgaben für dich.
Oh, und denke daran, Samstag den Markt in Finchwick zu besuchen. Es finden immer verschiedene freundschaftliche Wettbewerbe statt, bei denen du deine Nachbarn herausfordern kannst. Ich bin die Preisrichterin, also halte dich gut mit mir. Das ist beides sehr spannend, also auf jeden Fall müssen wir nach Bramblewood schauen und den Kreaturenhüter treffen. Aber dafür ist es jetzt schon zu spät, deshalb werden wir jetzt einmal nach Hause gehen und uns um die Babys kümmern und schlafen und das Haus einrichten, weil jetzt sollten wir uns endlich eine Badewanne leisten können. Und vielleicht auch schon sonst irgendetwas. Wobei, eigentlich sollten wir sparen, weil wir bald Kleinkinderbetten kaufen müssen. Aber gut, was hat sie jetzt bekommen? Im Inventar haben wir verschiedene Wolle. Ich verkaufe die jetzt einfach einmal. Geld ist wichtiger. Dann könnten wir hier Sachen anpflanzen. Noch eine Himbeere. Ich habe keine Ahnung, wo sie die schon wieder her hat. Aber die setzen wir dann hier zu den anderen zu. Pflanzen. Dann zwei Schokobeeren. Setzen wir dann da hin. Und dann haben wir auch noch drei Blaubeeren. Ne, das ist so schön. Langsam füllt sich der Garten. Was haben wir hier? Ein Löwenmäulchen. Okay. Keine Ahnung, wo wir das hier haben. Könnten wir den Pilz auch pflanzen? Ja, perfekt. Dann pflanzen wir hier den würzigen Pilz. Und dann hier noch den lieblichen Pilz. Das spawnen die ganze Zeit Sachen. Da haben wir jetzt ein Gänseblümchen. Oh, ist das süß. Ein Gänseblümchen. Und eines unserer Kinder heißt Daisy. Oh. Und Babys, wie geht's euch? Schreit jetzt schon jemand? Ja, da schreit wer. Gut, dann werden wir dich schnell füttern. Dann wollen sich ja alle bald essen, deshalb werden wir jetzt alle einmal füttern. Mit dem Gärtnern müssen wir jetzt leider aufhören. Ich finde das so süß, wie sie sich immer freut, wenn sie sich um ihre Babys kümmert. Dann pflanzen wir noch schnell die Pflanzen fertig ein. Und dann muss sie aber wirklich schlafen. Die Arme, sie ist einfach schon so müde. Oh, hier ist auch eine Pflanze. Tulpe. Das ist so cool, weil Blumen sind so viel wert. Wachsen so schnell. Das Frühlingsfest war grauenhaft. Aber wir haben hier sogar Eier gefunden und mit dem komischen Hasen gesprochen. Aber zumindest überwiegen die Glücksgefühle noch. Das ist sehr gut. Und ja, wenn sie sich fertig um den Garten gekümmert hat, dann können wir auch schlafen gehen. Und das Schreien der Babys hat Emma wieder geweckt. Sehr schön. Aber der Geburtstag von Daisy naht und von Ivy und von Violet, das sind sehr gute Nachrichten. Das heißt, lange müssen wir uns nicht mehr um Babys kümmern. Und Kleinkinder finde ich persönlich tatsächlich angenehmer. Die Drillinge haben jetzt die ganze Zeit abwechselnd geschrien. Also wie ihr seht, Emma ist noch nicht wirklich zum Schlafen gekommen. Und wir haben jetzt schon beinahe 2 am Nachmittag. Das ist jetzt aber egal, sie wird jetzt einfach weiter schlafen. Aber während sie jetzt schläft, kaufe ich ihr noch schnell eine Badewanne. Gut, und dann kaufen wir eine Badewanne. Zum Glück können wir uns endlich eine leisten. Ich kaufe aber trotzdem einfach die günstigste. Wir brauchen keinen Luxus in diesem Haus. Ich schaue jetzt schnell bei den Kindersachen, ob wir hier auch schon irgendetwas kaufen sollten. Ja, ich glaube, ich kaufe ihnen tatsächlich schon ein Töpfchen. Ich nehme jetzt einfach mal das Grüne, weil jetzt haben wir eben gerade Geld. Und sonst gebe ich das noch für irgendeinen Blödsinn aus. Deswegen haben wir jetzt einfach mal ein Töpfchen. Gut, aber an dieser Stelle werde ich den Part dann auch schon beenden. Es ist jetzt nicht sonderlich viel passiert, aber immerhin haben wir den Part heil überstanden und das mit Drillingen. Und nun sind wir schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und vergesst nicht, ihr könnt mir sehr gerne Männer für diese Challenge erstellen. Der Hashtag lautet Alienix100Männer. Und wie immer freue ich mich natürlich über jedes Like, über jedes Abo und über jeden Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!